Mein Name ist Ulrike Zuberl und das ist Zeichensetzung. Ich begrüße Sie zur 10. Folge der Reihe über romantische Liebesliteratur und heute steht im Mittelpunkt der Betrachtung die Frau, und zwar die Frau als Naturwesen, wie sie im späten 18. und im 19. Jahrhundert dann verstanden wurde. Die Frau, die per Definition biologisch, psychisch, physisch als weniger entwickelt betrachtet wurde als der Mann, als weniger reflektierend, als naiver, als natürlicher. Das Wesen der Frau gleicht dem eines Kindes, auch eines Wilden und dann eben auch eines Tieres. Es gleicht einer Blume und das wird im späten 18. Jahrhundert durchaus positiv gesehen. Das ändert sich dann im 19. Jahrhundert, wo das dann eine auch herabwertende Form annimmt. Berühmtes Gedicht, das Sie alle kennen, Heinrich Heine, Du bist wie eine Blume, von 1823-24. Heinrich Heine, Du bist wie eine Blume. Du bist wie eine Blume, so hold und schön und rein. Ich schaue dich an und Wehmut schleicht mir ins Herz hinein. Mir ist, als ob ich die Hände aufs Haupt dir legen sollt, betend, dass Gott dich erhalte, so rein und schön und hold. Das hat einen autobiografischen Hintergrund. Heine war verliebt in die Tochter eines Rabbiners, eine Liebe, die nicht erwidert wurde. Und hier vergleicht er eben die Frau mit einer reinen, holden Blume, die aber gefährdet ist. Und er legt ihr sozusagen in einer frommen Geste die Hände auf mit sozusagen dem Gebet, dass sie doch so hold, so rein und schön bleiben möge, wie er sie erfährt. Dieses Gedicht ist wohl wirklich ernst gemeint gewesen, obwohl wir es oft fast, weil es zu schön, um wahr zu sein, scheint, auch ironisch verstehen. Ein zweites berühmtes Gedicht, das Sie vor allem kennen aus der Vertonung von Franz Schubert, Die Forelle. Franz Schubert hat dieses Gedicht vertont 1816-17. Das Gedicht stammt aber ursprünglich von Christian Friedrich David Schubart, gelebt hat er zwischen 1739 und 1791, einem deutschen Dichter, Musiker, sozialkritischen Journalisten, der für 10 Jahre auf der Bergfestung Asberg bei Stuttgart eingekerkert wurde aufgrund seiner politischen Überzeugungen. Er hat 3 Strophen geschrieben und diese 3 Strophen erzählen eigentlich vom Schicksal eines politisch Verfolgten, der gefangen genommen wird. Und Schubart hat dann eine 4. Strophe hinzugefügt, die das Ganze nun wendete und in ein Beispiel machte für eine gefährdete Beziehung zwischen Mann und Frau. Und in dieser Interpretation, in dieser Version hat es dann sozusagen Schubert vertont und so hören wir das auch und verstehen wir das auch heute, wenn wir dieses Lied von ihm in seiner genialen Vertonung hören. Ich zitiere. In einem Bächlein helle, da schoss in froher Eil die launische Forelle vorüber wie ein Pfeil. Ich stand an dem Gestade und sah in süßer Ruh des muntern Fischleins Bade im klaren Bächlein zu. Ein Fischer mit der Rute wohl an dem Ufer stand und saß mit kaltem Blute, wie sich das Fischlein wand. Solang dem Wasser helle, so dacht ich, nicht gebricht, so fängt er die Forelle mit seiner Angel nicht. Doch endlich ward dem Diebe die Zeit zu lang, er macht das Bächlein tückisch trübe, und eh ich es gedacht, so zuckte seine Rute, das Fischlein zappelt dran, und ich mit regem Blute sah die Betrogene an. Ihr, die ihr noch am Quelle der sichern Jugend weilt, denkt doch an die Forelle, seht ihr Gefahr, so eilt.
Meist fehlt ihr nur aus Mangel der Klugheit, Mädchen, seht, Verführer mit der Angel, sonst blutet ihr zu spät. Also diese vierte Strophe, die nun eben das Schicksal eines verführten Mädchens schildert, dem dann eben die Mens ausgeht, die eben nicht mehr monatlich blutet. In dieser Sitzung über die Frau als Blume darf selbstverständlich Friedrich Schlegel nicht fehlen und seine Luzinde von 1799. Ich zitiere: Auch das Mädchen weiß in ihrer naiven Unwissenheit doch schon alles. Noch ehe der Blitz der Liebe in ihrem zarten Schoß gezündet und die verschlossene Knospe zum vollen Blumenkelch der Lust entfaltet hat. Und wenn eine Knospe gefühlt hätte, würde nicht das Vorgefühl der Blume deutlicher in ihr sein als das Bewusstsein ihrer selbst? Darum gibt es in der weiblichen Liebe keine Grade und Stufen der Bildung, überhaupt nichts Allgemeines, sondern so viel Individuen, so viel eigentümliche Arten. Kein Linné kann uns alle diese schönen Gewächse und Pflanzen im großen Garten des Lebens klassifizieren und verderben. Und nur der eingeweihte Liebling der Götter versteht ihre wunderbare Botanik, die göttliche Kunst, ihre verhüllten Kräfte und Schönheiten zu erraten und zu erkennen, wann die Zeit ihrer Blüte sei und welches Erdreich sie bedürfen. Hier die Frau zugeordnet im Bereich der Botanik, Linné, der eine Klassifizierung der Pflanzen gemacht hat, und hier die Frau Blumenkelch, Knospe, die erblüht, von Botanik ist die Regel, vom Erdreich und der Zeit ihrer Blüte, das richtige Erdreich muss vorhanden sein. Und dann entsteht eben eine Vielfalt von Blumen, wie das überhaupt nicht zu klassifizieren sei. Die Frau als Blume, ein ganz beliebtes literarisches Motiv. Eins möchte ich Ihnen nochmal zitieren, die Frau als Tier. Und hier die Frau als Taube. Auch das Beispiel werden Sie kennen. Es stammt nämlich aus dem Freischütz. Der Freischütz vertont ein Libretto von Friedrich Kind, ein Autor, der gelebt hat zwischen 1768 bis 1843. Und die Oper stammt von Karl Maria von Weber, Opus 77. Und das Ganze fußt auf einer Novelle aus einem sogenannten Gespensterbuch, das erschienen ist zwischen 1810 und 1818, herausgegeben von August Apel und Friedrich Launz. Und darin wird die Geschichte geschildert mit einem unglücklichen Ausgang, die wir dann im Freischütz wiederfinden, aber da wird es einen glücklichen Ausgang erfahren. Worum geht's? Der Jägerbursche Max liebt die Agathe, die Tochter des Erbförsters Kuno. Er möchte sie heiraten und das Erbe des Försters antreten, aber dafür muss er eine Probe durchmachen. Er muss nämlich beim Schießen richtig immer das Wild treffen. Und nun hat er einen Rivalen um das Amt und die Liebe von Agathe, nämlich Kaspar. Und der verleitet Max nun, der Ängste hat, diese Probe nicht zu bestehen, dazu, mit dem Teufel einen Bund einzugehen und sogenannte Freikugeln zu gießen, 7 Stück insgesamt. Und bei dem Bund mit dem Teufel ist es so, dass die letzte Kugel, die verschossen wird, dem Teufel gebührt und er darf treffen, wen er will. Kaspar erhält 3 Kugeln, Max erhält 4 Kugeln. Kaspar verschießt sehr schnell seine 3 Kugeln. Max verschießt danach auch seine 3 Kugeln und trifft immer bei der fürstlichen Jagd. Jetzt könnte alles gut sein, aber nun ist eben der letzte Schuss, sein 4. Schuss, übrig geblieben und er soll eine weiße Taube auf einem Baum treffen. Und nun, in der Nacht zuvor hat Agathe
einen ahnungsvollen Traum. Sie glaubt, sie träumt nämlich, dass sie als weiße Taube von Max erschossen werde. Max schießt, Agathe fällt tatsächlich getroffen zu Boden, aber das Erscheinen eines Eremiten rettet ihr Leben. Die Freikugel wird umgelenkt auf Kaspar, der tot umfällt. Max gesteht, die Freikugeln gegossen zu haben. Alles scheint böse zu enden. Der Eremit tritt aber für Max ein und so können Max und Agathe nach einem Probejahr heiraten und er wird der Nachfolger ihres Vaters als Förster. Hier Agathe als Freiwild geschildert, als Taube, aber auch eben als Sinnbild des Friedens. Die Taube, die auch oft für den Heiligen Geist steht, also schon überhöht auch als Tier ist. Und der Mann als Jäger mit dem Teufel im Bunde. Angst, Selbstzweifel, die ihn verführen zu diesem bösen Bunde. Und auch hier schon in der Oper kritisiert eben dieser gesellschaftliche Druck, der auf den jungen Mann ausgeübt wird, der sozusagen ihn fast in diese Rolle hineindrängt. Also ganz beliebt im 18. und 19. Jahrhundert der Vergleich von Frauen mit Pflanzen, mit Blumen, aber auch mit Tieren, mit scheuen Rehen. Das ist so ein Topos geworden, dass man das schon fast gar nicht mehr ertragen kann im 20. und 21. Jahrhundert.